Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Wurm Unlimited. Jo, die Sache mit dem Plan Building hatten wir ja schon abgekaut. Nicht wundern, das Boot habe ich mir mal ausgeliehen. Und ja, jetzt habe ich es mit dem Skill geschafft durch den Zaunsbau hier. Einmal ringsrum, ne? Schön, Schnicker. Und ja, jetzt kann ich mir halt ein 4 Felder großes Gebäude bauen. Bin ja sogar schon auf dem Weg zu Level 14 Carpentry. Wird also auch ein bisschen größer gehen zur Not. Wobei, nee, noch nicht. Wird dann noch nicht wirklich größer gehen. Da bräuchte ich noch ein bisschen Carpentry. So, auf jeden Fall geht es ja nun darum, da Wände anzubringen. Wie gesagt, das ist nur der Plan des Hauses. Und ich möchte als allererstes gern die beiden Wände hier vollbringen, damit die Mine endlich zu ist. Dass da keiner mehr rein ist und ich nicht immer mit dem Eisen hier rausrennen. Dass da keiner mehr rein kann und ich nicht ständig mit dem Eisen hier rausrennen muss. Bis jetzt ist es nur Eisen, wer weiß, was später noch kommt. Keine Ahnung. So. Und dafür einmal machen wir erstmal die Wand. Da steht Plan Structure Wooden Wall Blend. Prinzipiell sind das erstmal alles Wooden Walls. Einen Rechtsklick drauf. Dann können wir Finalize Bildplan machen. Machen wir. So. Jetzt steht das und kann nicht mehr so einfach wieder gelöscht werden. Das muss dann mit Muskelkraft wieder abgerissen werden. So. Nächster Rechtsklick drauf. Bild. Und jetzt kann man sich aussuchen, was man sich bauen will. Kleiner Tipp oder sagen wir mal großer Tipp am Rande. Den Tipp habe ich auch von jemandem bekommen. Wenn ihr die Häuser bauen wollt oder allgemein irgendwas bauen wollt, wenn man einen Fehler macht beim Bauen, das hatte ich zum Beispiel auch schon, dann ist das sehr, 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 sehr zeitintensiv, die ganze Sache wieder abzureißen. Besorgt euch deswegen den... ja, wie heißt das Ding jetzt? Den Deed Planner, genau. Besorgt euch den Deed Planner. Wenn ich dran denke, werde ich den Download-Link in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten einfach nur mal googeln, Deed Planner. Das kann man eigentlich nicht verfehlen. Wer online spielt, sollte das eigentlich hinkriegen. So, wie gesagt, Rechtsklick, Bild. Hier möchte ich eine Wooden Wall hinhaben. Machen wir. You lead large. Ach, jetzt habe ich alles in kleinen Nägel. Warte mal, lass mal kurz, lass mal fix die Planken hier, das wird sonst nix. Sonst brauchen wir das neue hier. So. Large Nails. Warum habe ich denn jetzt hier die kleinen Nägel eingepackt? Der Fakt ist, für eine Wand benötigen wir 20 Planken und einmal Large Nails. So, ich packe mir gleich zwei ein, weil ich hier gleich zwei Wände bauen möchte. Ach ja, die Sache mit der Vorbereitung. So, her mit den Planken. Und nochmal. Rechtsklick, Bild, Wooden Wall. So, und dann fängt er an zu hämmern. Jo, you nail a plank to the wall. Okay, sieht man jetzt nicht. Das sieht man dann erst, wenn es wirklich fertig ist. Man sieht es einzig und allein daran, dass wir jetzt ja, keine 20 Planken mehr haben, sondern nur noch 19. So, jetzt haben wir hier wieder diese zwei Button hier. Crafting Window öffnen. Da könnte ich jetzt ja, den Hammer reinziehen. Ich mag das Fenster nicht. Also jetzt hier beim Hausbau mag ich das Fenster nicht. Ich drücke einfach dreimal auf Continue und dann geht es auch weiter. Na, das mache ich jetzt die paar Mal, bis die Planken weg sind. So, sind wir soweit. Wir nageln das letzte Brett an die Wand. Ja, na wunderschön. Und vorsorglicherweise machen wir das gleiche hier nebenan auch noch. Hier steht zwar auch Wooden Wall Plan,
Aber eigentlich ist da eine Wooden Door geplant. Und auch die habe ich soweit vorbereitet, dass er nur noch ein Brett benötigt. Und ta-ta! Und schon haben wir zumindest zwei Wände stehen, die die Mine direkt ein wenig sicherer machen. Ne, das ist doch schon mal was wert, würde ich sagen. Wir müssen mal gucken. Mein Deed hört hier auf, genau. Also, das Teil gehört noch zu meinem Deed und das Teil, worauf ich stehe, nicht mehr. Wunderbar. Und somit dürften die eigentlich nicht durch die Tür gehen können. Glaube ich. Permissions. Manage of Door. Ja, da muss ich mich mal reinfuchsen, damit habe ich mich überhaupt noch nie beschäftigt. Aber entweder sieht, glaube ich, automatisch zu, wenn man nichts einstellt. Ja, ich denke schon, ne? So, dann ist die Mine jetzt schon mal etwas sicherer. Nicht wirklich safe, weil so ein Zaun ist trotzdem recht schnell weggerupft. Aber es hält trotzdem erstmal ein bisschen ab, wenn man nicht gleich direkt rein kann. Alles klar, in diesem Sinne habt ihr so die Grundregeln des Bauens gesehen. Bei so einer Hütte könnt ihr euch überlegen, allein die zwei Wände, das waren jetzt 40 Planken. Ja, machen wir das auf der anderen Seite nochmal, haben wir 80 Planken. Hier die vier Wände nochmal, sind wir bei 160 Planken. Dann wisst ihr, was ihr zu sägen und zu nageln habt. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.